Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Türchen. Und wir werden dieses Türchen dieses Mal in Elite Dangerous verbringen. Und das hat einen Grund, den ich dann irgendwann in der Mitte des Videos mal erzählen möchte, warum es gerade Elite sein soll. Denn das ist ja jetzt nicht so sonderlich weihnachtlich, aber ich werde da nochmal drauf kommen. Jedenfalls soll es jetzt eigentlich darum gehen, mal unser Heimatsystem zu erkunden, denn ich habe es geschafft, ich bin endlich in unser Sonnensystem gekommen. Das geht ja jetzt seit der aktuellen Version. Und wir sind hier bei unserer Sonne im Erdsonnensystem und wir werden jetzt hier so ein paar Sachen ansteuern. Fangen da am besten direkt an mit dem Merkur. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, blöde KI, denn ich bin überhaupt nicht bewaffnet. Wenn der mich jetzt kriegt, dann könnte es sein, dass wir gleich abgeschossen werden. Es sieht nicht gut aus für mich, weil ich auch langsam geflogen bin. Na komm schon. Ja, das ist ja ein bisschen doof, jetzt hier zum Beginn des Videos gleich einen Kampf. Ich sitze hier in der Horla und die ist ja leider unbewaffnet, beziehungsweise man kann da einen Waffenturm reinbauen, aber ich habe da einen Mining Laser drin. Der nutzt mir nun wirklich nichts gegen einen Angriff. Und jetzt hängen wir hier in irgendeinem fricklichen Minigame. Endlich. So, jetzt kann ich auch beschleunigen und wir begeben uns jetzt mal zum Merkur. So. Das wird der erste Planet auf unserer Reise sein durch unser kleines Sonnensystem. Und wir schauen uns, sogar Pluto ist hier noch mit drin als Planet. Das freut mich persönlich sehr, denn ja, gehört irgendwie dazu, der Pluto. Ich mag Pluto. So. Merkur. Wir schauen dann bestimmt auch mal in die Systemkarte, um so ein paar interessante Facts zu erfahren. Aber wie gesagt, es ist ja eigentlich eine Weihnachtssendung. Und das möchte ich alles nicht vergessen. Denn der weihnachtliche Aspekt darf natürlich nicht zu kurz kommen. Aber ich denke, das wird er nicht, wenn ich dann ankündige, beziehungsweise halt sage, erzähle, warum es denn geht, warum gerade Elite weihnachtlich ist. So, hier haben wir den Merkur. Die Sonnenseite. Viel gibt es ja zu dem Brocken hier bei uns nicht zu sagen. Der Ärmste, der ist natürlich sehr nah an der Sonne. Ich gehe mal in die Systemkarte. Sehr nah an der Sonne, sehr stark den Einflüssen ausgesetzt. Okay, Moment, ich will wenigstens so langsam wie möglich fliegen. So, sehr stark den Einflüssen der Sonne ausgesetzt. Metallischer Planet. Edelmetallhaltige Welt. Und großen Kern aus Eisen vermutlich, der viel enthalten in der Atmosphäre. Und ja, viel gibt es zu den armen kleinen Brocken ja nicht zu sagen. Er ist so nah an der Sonne, dass natürlich niemals Leben möglich wäre. Es ist auch niemals eine Atmosphäre wahrscheinlich möglich, da der Sonnenwind da ziemlich stark zuschlägt. Kann natürlich sein, dass der Merkur ein starkes Magnetfeld hat, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Und das abwehren kann, da wenn es ein metallischer Planet ist, ein eisenhaltiger Planet, kann das durchaus sein, dass der Merkur ein starkes Magnetfeld hat, aber man sieht es hier, der sieht schon fast aus wie der Mond. Ich denke, da ist keine Atmosphäre möglich und man würde die Atmosphäre ja auch hier im Spiel sehen. Egal, aus was für welchen Stoffen sie bestehen würde. Okay, dann ist der zweite Planet natürlich in unserem Sonnensystem die Venus, die Göttin der Schönheit, die wir jetzt mal kurz besuchen wollen.
Es gibt ja auch oft welche so Stationen, da will ich mir dann aber die erdnahen Stationen anschauen. Die sind nämlich ziemlich, ziemlich schön. Soll also auch so ein. Oh, jetzt geht das wieder los. So ein kleines Update-Check-Video sein. Aber hauptsächlich geht es ja eigentlich um den weihnachtlichen Faktor, um das fünfte Adventstürchen, was ja geöffnet ist. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das darf ich nicht aus den Augen behalten. Und. Ich hoffe, ich kann euch trotzdem ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen, wenn ich dann dazu übergehe, was denn der Sinn von Elite Dangerous in Weihnachten sein könnte. Erstmal fliegen wir mal bis zur Venus. Behalte ja einfach mal die Zeit so ein bisschen im Auge. Und zumindest die sonnennächsten Planeten möchte ich gern abklappern, vielleicht Pluto noch. Aber Venus, Merkur, Venus, Erde, Mars, auf jeden Fall. Ich würde natürlich auch gerne die Gasriesen noch sehen, aber das Video soll jetzt auch nicht 4 Stunden lang werden. Das ist nicht der Sinn der Sache. Könnte mal ein bisschen Gas geben, das Stück bis zur Venus. Wir müssen ja quasi einmal quer nochmal vorbei an der Sonne, da die Venus wahrscheinlich gerade gegenüber der Sonne stand, vom Merkur aus gesehen. Deshalb ist die Strecke so lang. Normalerweise wäre es natürlich nicht so weit. Die Strecke von Erde zu Sonne ist übrigens immer ungefähr 150 Millionen Kilometer. Und das ist auch bezeichnet als astronomische Einheit oder AE oder AU, Astronomical Unit. So eine Grundeinheit. 150. Uiuiui, da sind wir mal schnell an der Venus vorbeigepfiffen. Das war nicht mein Verlangen. Es kann natürlich sein, dass die Planeten hier alle ein bisschen anders aussehen. Wir befinden uns ja 1300 Jahre in der Zukunft. Ich meine zum Beispiel in Destiny wurde ja die Venus dann sogar bevölkert und terraformt. Und hier sehen wir, ja, die Venus. Die Venus ist ja umhüllt von einer dichten, dichten Wolkendecke, wo man mit dem Auge nicht durchblicken kann. Ist sogar sehr erdähnlich, wären da diese starken Vulkanausbrüche und so nicht gewesen. Dadurch ist ein enormer Treibhauseffekt entstanden und die Temperaturen auf der Venus und der Druck vor allen Dingen sind so hoch, dass da nichts leben kann. Zumindest vermutlich nichts leben kann. Man weiß ja nicht, manchmal birgt die Natur ja Wunder. Es gibt ja auch bei uns auf der Erde Regionen, wo man kein Leben vermuten würde, da aber Leben ist. Und ja, das ist die Venus, hier ganz in Weiß gehüllt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Wolkendecke von der Venus wirklich so weiß ist oder eher vielleicht in den gelblich-orangeren Ton übergeht, wegen den Gasen, den vielen von den Vulkanausbrüchen in der Atmosphäre. Aber das kann natürlich auch nur sein, dass ich von irgendwelchen Science-Fiction-Filmen da getrügt wurde. Dass auf jeden Fall hell sein muss, wissen wir ja schon deshalb, weil man die Venus ja immer als erstes am Himmel sieht. Und da muss ja irgendwie ein sehr heller Planet drunter sein, damit das Licht so stark und so schnell, naja, so schnell reflektiert, klingt blöd, das wollte ich so gar nicht ausdrücken, so intensiv reflektiert wird und immer gleich als erstes zu sehen ist, obwohl ja die Sonne teilweise sogar noch am Himmel steht. Man sieht die Venus übrigens auch mit bloßem Auge am Tag, wenn man weiß, wo man gucken muss. Und jetzt kommen wir hier schon wieder zu einer Interdiction. Das ist ja nervig heute hier, dass sie mich nicht mehr in Ruhe hier lang fliegen lassen können. Manchmal ein bisschen störend, diese ständigen Angriffe. Zumal ich weder Fracht bei mir habe, noch irgendwas anderes. Und ich würde sagen, wir haben es jetzt geschafft. Man hat übrigens hier gerade so eine schöne rötliche Verfärbung in der Venus gesehen gehabt, bevor die Interdiction anfing. Und ja, wir fliegen jetzt mal weiter zu unserem eigentlichen Heimatplaneten, der Erde. Ist wieder komplett auf der anderen Seite leider. Müssen wir ein Stückchen hinfliegen, aber was soll's. So, da drüben. Earth.
nochmal vorbei am Merkur. Fliegen wir zur Erde. Wir werden natürlich auch mal den Mond ansteuern. Aber erstmal zu unserer Heimat. Und da hat sich, glaube ich, einiges getan. Also das erste Mal, wo ich dort war, habe ich mich gewundert, dass ich sie nicht wiedererkenne. Mich gefragt, ob die Entwickler da jetzt nicht so viel Zeit reingesteckt haben und die nicht nachgebaut haben. Aber das kann ich mir bald nicht vorstellen. Die Textur von der Erde dann so irgendwie halb schäbig dahin zu klatschen. Aber ich könnte mir vorstellen, was es legen könnte. Weiß nicht, ob es so extrem sein wird, aber sie hat sich auf jeden Fall verändert im Gegensatz zu jetzt. Und auf dem Weg zur Erde würde ich doch jetzt gern mal ansprechen, warum es so weihnachtlich hier zugehen soll. Denn ich habe vor, beziehungsweise ich möchte euch die Gelegenheit geben, eine Kopie von Elite Dangerous zu gewinnen. Oder ein Key, besser gesagt, denn ich habe keine verpackte Version, aber ein Key. Den möchte ich gerne verlosen unter euch, den Zuschauern. Und das Einzige, was ihr eigentlich machen müsst, ist, ich habe jetzt hin und her überlegt, mache ich hier irgendwie geflogene Strecke ausrechnen oder schätzen oder sowas. Da müsste ich aber jetzt selber erstmal nachschauen. Ich mache es einfach. Ich will eigentlich nur von euch oder es wäre cool von euch, wenn ihr einfach unten in die Kommentare so ein Vierzeiler-Gedicht schreibt. Thema Weihnachten natürlich. Ob ihr jetzt noch unseren Kanal mit reinbringt oder ob ihr ein Spiel mit reinbringt, ob ihr Elite mit reinbringt, das ist euch überlassen. Aber Thema natürlich Weihnachten, ein Vierzeiler, ein Gedicht, sollte sich reimen. Und bitte nichts aus dem Internet klauen natürlich. Ihr wisst, das lässt sich ziemlich einfach rauskriegen, indem man es googelt und dann hat man, weiß man, ob man es irgendwo, ob es irgendwo geklaut wurde. Also denkt euch mal was selber aus, es ist ja jetzt nicht sonderlich schwer, die Aufgabe. Ein bisschen reimen kann jeder und wenn das alles cool klingt. Und ja, dann werde ich entweder, wenn es einfach ist, den Besten eben nehmen und den Key zukommen lassen. Beziehungsweise, wenn es wirklich schwierig ist, dann schnappe ich mir da die Besten und muss es dann auslosen, aber prinzipiell ist erstmal der Gedanke, dass das Kursgedicht, dass das am lustigsten, am beeindruckendsten, was auch immer ist, dass das dann gewinnen wird. Und ich denke, das ist eine ganz nette Sache. Und der Einsendeschluss ist am 23.12., also einen Tag vor Weihnachten. Und ich werde dann natürlich als Weihnachtsgeschenk mich sozusagen bei euch melden und bei dem Gewinner melden, besser gesagt. Und den Key zukommen lassen, beziehungsweise dann die folgenden Tage. So. Und wir haben unsere Heimat erreicht und ich glaube, ich habe mich das letzte Mal getäuscht. Da war wahrscheinlich, da stand die Sonne nur blöd, denn da habe ich überhaupt kein Land gesehen. Aber jetzt sieht man hier eigentlich, ach Mann, wie kann das denn sein, hier mitten im Kern des Föderationsraums, dass hier irgendwelche Piraten rumfliegen, die mein Schiff angreifen. Das, wo ich jedoch einfach nur die Erde zeigen wollte. Ja, genau. Das ist der weihnachtliche Gedanke hinter dem Video. Ich möchte gerne einen von euch beschenken. Und da ich nicht jeden beschenken kann, mache ich das als Gewinnspiel. Und ihr habt die Möglichkeit, bis zum 23.12.2014 ein Gedicht einzureichen. Und ich pick das dann raus. Mit den anderen Leuten von uns vielleicht oder so, oder wenn ich mich selber entscheiden kann, mache ich selber. Und dann bekommt ihr dann einen Key, beziehungsweise es ist glaube ich momentan so im Elite Store, dass man keinen Key kauft, sondern eine Gutscheinkarte über so und so viel Euro halt für den Store und da werde ich dann natürlich einen Gutschein mir holen, der den Preis für das Spiel abdeckt. Elite Dangerous kommt übrigens am 16.12. Als Vollversion raus und das ist natürlich dann auch perfekt, denn ja, Weihnachten ist ein paar Tage drauf. Ich denke, das ist eine coole Sache und ich hoffe, es werden sich ein paar daran beteiligen.
Hier mal die Erde. Wir haben hier unter uns den Himalaya mit Indien und nördlich davon dann wahrscheinlich China und Russland. Keine Ahnung, ob es im Jahre 3300 noch diese Aufteilung der Welt gibt. Leider ist gerade in Europa stockenduster. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass auf den Planeten dann immer kein Licht ist, also dass da irgendwelche Laternen, Straßenlaternen oder so an sind. Das wäre schön, aber naja, vielleicht kommt es ja noch. Das wäre ja einfach nur eine Änderung an der Textur. Genau. Hier sind wir jetzt also an der Erde gewesen, unsere Heimat. Und die sah doch noch ziemlich genauso aus, wie wir sie jetzt kennen. Ich hätte nämlich gedacht, dass viel mehr Wasser war und einige Gebiete verschwunden sind und deshalb dachte ich, dass das so gebracht wurde, eben wegen Wasserspiegel steigt und alle Gletscher sind geschmolzen und so weiter. Aber nö, sah wohl doch noch so aus, war es letztes Mal nur ein blöder Zufall. So, jetzt fliegen wir mal zum Mond, schauen da nochmal vorbei, erkunden ja sozusagen unser kleines Sonnensystem. Und am Mond werde ich dann vielleicht auch mal, ja, werde ich eine Station zeigen. Die Galileo-Station ist nämlich im Mondorbit. Und die ist wirklich sehr schön, gerade von innen ziemlich toll gemacht. Und da würde ich mal reinfliegen wollen. Unterscheidet sich eigentlich nicht groß anders von den anderen normalen Stationen vom Interieur, aber wirkt irgendwie toller. Da unten ist die Galileo-Station. Ich kann sie ja schon mal als Ziel mir setzen. Den Mond werden wir jetzt wohl ungefähr finden. So, es ist also gerade so eine Art Halbmond auf der Erde. Und ich frage mich, ob man den erkennt, aber ich denke schon doch, dass auch die Textur passt. Wir sehen ja natürlich immer nur dieselbe Seite vom Mond. Da unten haben wir diesen sternförmigen Krater, der dann weggeht. Ja, doch, das sollte passen. Ja, doch, ich denke schon, dass sie selbst auch den Mond halbwegs ordentlich nachgebaut haben. Die dunkle Seite vom Mond möchte ich jetzt eigentlich nicht einfliegen. Da wissen wir ja sowieso nicht aus dem Kopf, wie die aussieht. Man sieht ja hier nur von der Erde aus immer nur eine Seite. Und die dunkle Seite vom Mond ist ja auch nicht dunkel, sondern nur nicht ja, so gut zu sehen von uns aus. Deshalb nennt man sie die dunkle Seite des Mondes. Ist ja aber natürlich genauso auch irgendwann mal in der Sonne wie die helle Seite, in Anführungsstrichen. Jetzt fliege ich wieder zu schnell an die blöde Station ran. Passiert mir viel zu oft, aber ich habe es noch geschafft. Gut. So, dann werden wir mal kurz in die Galileo-Station andocken. Ich will da gar nicht so lange bleiben. Nur einmal ranfliegen. Man sieht, glaube ich, hier von außen schon so ein bisschen, die Farbgebung geht ein bisschen mehr ins Rote. Und die Farbgebung geht so ein bisschen mehr ins Rote, würde ich sagen. Rot und dann aber auch so hellere Grautöne. Und in den Stationen, wo man startet, hat man ja zum Beispiel auch gar nicht diese Werbebanner dort davor. Es sind wahrscheinlich so Outsider, Hinterwäldlerstationen, die nur so ein bisschen abgefuckte Sternbahnhöfe sind sozusagen. Und hier die im Zentrum der Föderation, die Erde ist ja das Zentrum der Föderation, logisch, irgendwie, sind wahrscheinlich die besser erhalteneren und das sieht man auch wunderbar hier drin, denn alles ganz hell und ziemlich cool gemacht, auch die Farbgebung, ich müsste jetzt hier unten landen, wir fliegen aber hier einmal durch die Station durch, die Farbgebung viel, viel heller im Schnitt, da startet gerade eine ESP, wenn mich nicht alles täuscht, ja, ich glaube, oder so ein Transporter, könnte auch ein Transporter sein, Typ 7 oder Typ 9. Genau, hier alles so schön hell, so ein bisschen rot mit diesen, das sieht wirklich cool aus in den
in den großen Stationen nahe der Erde. Und hier stehen sogar Palmen und sowas. Alles sehr luxuriös gehalten. Wir docken hier mal ganz kurz. Verstoß gegen die Regeln. Ach so, da bin ich zu nah an einen anderen Port rangeflogen. Tut mir ja sehr leid. Wir fliegen hier mal kurz hin, landen und docken wieder ab, damit wir hier keinen Ärger bekommen. Alles fast alles in Weiß gehalten. Das ist eine coole Station. Und hier bin ich wirklich gern und ich werde jetzt hier auch nicht mehr wegfliegen. Gibt übrigens ein cooles Tool im Internet, wie man sich die Routen leicht berechnen kann. Die perfekten. Commander.club nennt sich die Seite, also cmdr.club. Und dort findet man einen Routenplaner und der macht das ziemlich gut. Gibt man die Sterne an und die Sprungreichweite, die man maximal hat, und dann bekommt man die schnellste Strecke. So. Oh, jetzt haben sie das endlich mal gefixt, dass man nicht mehr runterfährt. Das ist auch cool. So. Sieht aber auch ein bisschen, muss ich sagen, so ein bisschen wie das Star Wars Imperium aus. Dieses Weiß, Rot, Schwarz. Muss ich ja mal so sagen. Aber trotzdem eigentlich ganz cool. Gefällt mir. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen noch den Mars mit. Wir sind schon wieder bei sonst wie 4 Minuten. Aber den Mars würde ich mir gerne nochmal mit angucken. Denn da hat sich auf jeden Fall was getan. Nicht nur, dass da eine Raumstation im Weltall ist, Mars High, sondern einiges anderes auch. Und da würde ich gerne die Reise noch mit hinnehmen und dort auch dann beenden. Und freue mich dann auf eure Gedichte, wirklich sehr sogar. Es ist jetzt nicht, dass ich hier blöd finde, dass ich euch ein Weihnachtsgeschenk machen will, so ein Quatsch. Ich mache ja eigentlich gerne Geschenke. Aber ja, ich freue mich auf eure Gedichte. Es ist bestimmt eine schöne Sache. Ich kann auch dann mal eine Folge machen, wo ich dann einige vorlese oder so, wenn da schon zeitigen Tagen was reinkommt. Aber es ist ja dann wahrscheinlich nach Weihnachten her. Also nee, mach ich wahrscheinlich nicht. Es kann sein, dass ich nicht direkt zeitig am 24., obwohl doch, es könnte klappen. Denn ich habe am 24. leider Nachtschicht, kann also gar nicht wirklich Weihnachten feiern an dem Tag. Aber doch, ich fange erst um 9 an, von daher kann ich euch eigentlich noch Bescheid geben wegen der Auflösung des Gewinnspiels. Genau, es ist auch nicht gesponsert von irgendjemandem, also ich brauche jetzt hier keine Fremdwerbung machen oder so. Es ist einfach wirklich nur von mir gekauft für euch als kleines Weihnachtsgeschenk oder für einen von euch, der mir das beste Gedicht schreibt. Weihnachtliches Thema. Und das ist ein cooles Thema. Ich denke, aus meinem Freundeskreis werden da einige Bock drauf haben, dieses Ding zu gewinnen. Natürlich sind Mitarbeiter und Familien und Freunde von Gewinnspiel-Aufsetzern natürlich ausgeschlossen, dass die das gewinnen leider. Aber ich kann ja jetzt nicht einfach jemanden, das wäre ja Betrug, wenn ich ja jemanden von meinen Freunden oder so bevorzugen würde. Deshalb mache ich das nicht. Deshalb schließe ich die von vornherein aus und werde dann einen von euch, einen Einsendern, die Kopie von Elite Dangerous zukommen lassen, beziehungsweise den Code, beziehungsweise den Gutscheincode. So. Was ich euch allerdings sagen muss, ich werde mich dann melden über YouTube, irgendwie in die Kommentare dieses Kommentar kommentieren. Sollte dann derjenige, der angeschrieben wurde, nicht zurückschreiben, ist natürlich der am 24., dann ist natürlich der nächste genommen. Ich warte dann vielleicht 2 Tage oder so und dann nehme ich den nächsten, wenn der dann nicht antwortet. Und ich würde die ganze Sache dann gerne über Facebook abwickeln. Also schreibt dann, ich melde mich dann bei euch bei YouTube und ihr schreibt mir dann, schreibt an Masterboot Record LP dann auf Facebook eine Nachricht,
Und dann wickel man das darüber ab. Das ist einfach für mich persönlich komfortabler. Hier ist der Mars übrigens. Man glaubt es gar nicht. Wasser, Wolken, grüne Flächen. Ja, ja, der Mars wurde anscheinend erfolgreich terraformt. Wir sind ja auch im Jahr 3300. Von daher ist das jetzt nicht sonderlich. Überraschend. Und aber man hat immer noch diese roten Böden so ein bisschen durchgucken. Also es ist wirklich sehr eisenhaltiger Planet. Aber anscheinend gibt es trotzdem Pflanzen. Und keine Ahnung, wie sie das Wasser dort hochgebracht haben. Also hierher. Aber das ist ja mir egal. Okay. Also. Ups, da fällt mir das Handy aus der Hand. Wie gesagt, schreibt mir einen Vierzeiler, ein kleines Gedicht in die Kommentare hier unter dem Video und ich picke mir dann am 23. Um 0 Uhr quasi, also am 24. um 0 Uhr beziehungsweise am 24. dann die besten oder das beste Video raus. Jetzt kommt hier natürlich nochmal eine Interdiction, aber man ist als langsam fliegendes Schiff natürlich ein leichtes Ziel. Genau, da picke ich mir das Beste raus und derjenige wird dann am 24. von mir informiert darüber, was denn, ob er, dass er denn jetzt das Spiel gewonnen hat. So. Und dann, genau, wickeln wir das über Facebook ab. Einsendeschluss ist wie gesagt der 23.12. um natürlich 23:59 Sekunden. Und hier kommt noch eine Interdiction, der will es aber. Oh. Eine Asp. Ah, das ist eigentlich ein Explorer und es ist blöd, dass der mich jetzt angreift. Ich bin nämlich lange nicht so schnell wie der. Aber ich denke, ich komme weg von dem Herrn. Egal, das ist ja jetzt mein Problem. Ich hoffe, kann euch ein bisschen Vorfreude auf Weihnachten machen mit dem Gewinnspiel und freue mich wirklich auf die Gedichte und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen wieder mal einen Einblick in Elite Dangerous geben. Das mache ich ja allzu gern, weil mir das Spiel unheimlich gefällt. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare und Gedichtchen und wir hören uns dann spätestens in einem nächsten Adventskalender-Video wieder. Bis dahin, tschüss!